Jetzt möchte ich übergeben an Michelle Lindler von der TIB und Natascha Schumann von der Hebesverbundzentrale für den Einführungsvortrag. Bitte schön, Miki. Vielen Dank. Ja, Natascha und ich berichten heute gemeinsam über Forschungsdatenmanagement und Langzeitarchivierung, die Überschneidung und Unterschiede in den Perspektiven der beiden Communities. Wir tun das in einem zweigeteilten Vortrag. Im ersten Schritt werde ich einen kurzen Blick aus der Theorie herauswerfen und eine gute Methode, um Überschneidungen und gegebenenfalls auch Differenzen aufzuzeigen, ist, wenn man mal einen näheren Blick auf die Konzepte, die innerhalb dieser beiden Communities bedient werden, wirft. Das haben wir getan und daraus möchte ich kurz die Kernerkenntnisse und Empfehlungen vorstellen, bevor ich dann zum neu aufgehenden Stern am Himmel des Forschungsdatenmanagements übergehe, das ist Trust, und dann an Natascha übergebe, die einen Blick in die Praxis wirft, dort die deutschsprachige Forschungsdatenmanagement-Community anhand einiger Beispiele erläutert, auf den Unterschied zwischen Repositories und Langzeitarchive eingeht und vor dem Fazit dann noch kurz beleuchtet, was eigentlich genau fehlt. Aber zunächst zum Vergleich zwischen Konzepten der digitalen Langzeitarchivierung, der LZA, und des Forschungsdatenmanagements, des FDM. Eine Frage, die mich seit längerer Zeit beschäftigt, ist die Frage, inwiefern die beiden Communities aufeinander Einfluss nehmen. Ob wir wirklich miteinander spielen auf dem gleichen Spielfeld oder ob wir uns eher in Paralleluniversen bewegen und gegebenenfalls auch unbeabsichtigt gegeneinander spielen und was wir tun können, um eher zu einem gemeinsamen Team zusammenzuwachsen. Die Frage habe ich gemeinsam mit drei anderen Kolleginnen aus dem Bereich der digitalen Langzeitarchivierung und auch explizit des Forschungsdatenmanagements betrachtet. Die Betrachtung resultierte dann in einem Research Paper für die IDCC 2020, dieses Jahr in Dublin, mit dem Titel You Say Potato, I Say Potato, Mapping Digital Preservation and Research Data Management Concepts Towards Collective Curation and Preservation Strategies. Das Paper ist hier unten verlinkt und ich möchte jetzt in den nachfolgenden Folien kurz die Kernergebnisse und den Prozess dieser Betrachtung erläutern. So, jetzt hat, glaube ich, Jonas mir die Maus geklaut, da ist sie wieder. Welche Modelle haben wir ausgewählt? Wir haben drei Modelle aus dem Bereich des Forschungsdatenmanagements gewählt und drei aus dem Bereich der digitalen Langzeitarchivierung. Das wäre jetzt bei einer non-virtuellen Konferenz der Teil, wo ich fragend ins Publikum schauen würde und um Handzeichen beten würde, wer die Modelle kennt. Das ist hier nicht möglich. Daher ganz kurz erläutert, DMP, Data Management Plans, sind Checklisten aus dem Bereich des Forschungsdatenmanagements, wo gemeinsam mit Datenproduzierenden ermittelt wird, mit welchem Zweck die Daten produziert werden, was Zugriffsbeschränkungen sind, welche verknüpfte Lizenzen damit sind, wo die Daten gespeichert werden sollen und so weiter und so fort. Data Management Plans sind heute oft auch in geförderten Forschungsprojekten Pflicht und es entsteht eine große Reihe an verschiedenen Templates, der man sich da bedienen kann. Das zweite Modell ist das Curation Lifecycle Modell der DCC, das eigentlich den Lebenszyklus von Daten beschreibt, ausgehend von der Entstehung oder der Konzeptionalisierung bis hin zur Archivierung und dann schlussendlich zur Nutzung, Nachnutzung und auch zur Transformation in neue Objekte, die darauf basierend entstehen. Das dritte Modell aus dem Bereich des Forschungsdatenmanagements ist das allgegenwärtige FAIR. Akronym, das für Auffindbarkeit, Zugänglichmachung, Interoperabilität und Wiederverwendbarkeit steht, daher das Akronym FAIR. Und ebenso allgegenwärtig wie FAIR aktuell in Forschungsdatenmanagement ist das OAIS seit langer Zeit in der digitalen Langzeitarchivierung. Das OAIS verhält sich zur LZA ein wenig wie die Bibel zur westeuropäischen Kultur. Man kommt daran irgendwie nicht vorbei. Es beschreibt grundsätzliche Dinge. Allerdings gibt es auch verschiedene Interpretationen und das Ganze ist nicht unbedingt kritikfrei. Das nächste Modell aus dem Bereich der digitalen Langzeitarchivierung ist Premise, der de facto Metadatenstandard für digitale Langzeitarchivierungsmetadaten, die all das beschreiben, was wir über das digitale Objekt auf technischer, aber auch Prozessebene im Langzeitarchiv mit ablegen wollen. Und das letzte Modell, was wir genutzt haben für den Vergleich, ist das der digitalen Objektlevel. Das ist eigentlich das Kernverständnis, dass ein digitales Objekt nicht ein singulärer Gegenstand ist, den man nur als Ganzes betrachten soll, sondern eher differenzierter drei verschiedene Ebenen betrachten muss. Einerseits die physische, die Nullen und Einsen, den Datenstrom, auf dem zweiten Schritt die logische, also die Dateiformate, und auf dem dritten die konzeptionelle Ebene. Mit jeder dieser Ebenen sind eigene Risiken verbunden und es müssen eigene Strategien entwickelt werden, um diesen Risiken zu begegnen. So, was haben wir jetzt mit diesen Modellen gemacht?
Im ersten Schritt haben wir aus den vorgestellten 6 Modellen die Kernbegrifflichkeiten identifiziert und extrahiert. Im zweiten Schritt haben wir uns dann zu viert zusammengesetzt und wirklich jede Begrifflichkeit diskutiert, überlegt, ob die wirklich das Gleiche meinen oder nicht, wie die aufeinander gemappt werden können, und das Ergebnis ist ein modellübergreifendes Mapping über diese 6 Modelle hinweg. Wir haben das Mapping dann noch zusätzlich zur einfachen Lesbarkeit in 4 Kategorien aufgeteilt. Einerseits in den Archivierungsgegenstand, also das digitale Objekt an sich. Dann in Metadaten, die begleitenden Informationen, die Akteure, sowohl die Datenproduzenten als auch das Archiv, als auch die Nutzenden. Und die letzte Kategorie ist die der Prozesse und Funktionen. Und im allerletzten Schritt haben wir uns das Mapping dann angeguckt, analysiert und diskutiert, wo Diskrepanzen im Verständnis bestehen und versucht, Empfehlungen abzuleiten, wie die beiden Communities zumindest im gemeinsamen Verständnis dieser Begrifflichkeiten näher zueinander rücken können. Das ist jetzt ein sehr grober Blick in dieses Mapping. Wie gesagt, das ist im Paper verlinkt, man kann sich das da gerne im Detail angucken. Was man hier aber jetzt als Haupt-Takeaway schon sehen kann, ist, dass es gleiche Begriffe gibt, die aber verschiedene Definitionen mit sich bringen. Es gibt aber auch gleiche Definitionen, die wirklich verschiedene Begriffe haben. Als Beispiel hier oben in dieser Kategorie What is being managed preserved, also das archivwürdige Objekt. Man sieht, dass die Begrifflichkeit Digital Objects nicht überall auftaucht. DMPs kennt das nicht als Kernterminologie. Es gibt aber auch den Fall, dass Digital Objects an unterschiedlichen Ebenen aufgehängt ist, also wirklich auch innerhalb von Modellen oder zwischen verschiedenen Modellen eigentlich was Unterschiedliches meint. Und dieses grundsätzlich unterschiedliche Verständnis vom digitalen Objekt ist auch einer der Kernerkenntnisse, die wir daraus gezogen haben. Die digitale Langzeitarchivierung hat wirklich ein sehr differenziertes Verständnis des Objekts. Das ist was wir im Forschungsdatenmanagement nicht finden. FDM ist dagegen eher prozessbezogen als objektbezogen. Das bringt dann auch mit sich, dass es im FDM aktuell ein fehlendes Verständnis von Datenformaten als informationstragende Ebene gibt. Datenformate im Forschungsdatenmanagement werden eher als Mittel zur Archivierung betrachtet, als etwas, was wirklich auch an sich ein archivierungswürdiges Kriterium beinhalten kann. Dieses archivierungswürdige Kriterium kann auch der Rückschluss auf signifikante Eigenschaften dann sein. Ein Beispiel ist, dass in Word-Dateien ja durchaus der Änderungsmodus eingeschaltet sein kann oder in Spreadsheets Formeln hinterlegt werden können. Wenn ich das in ein anderes Dateiformat migriere, geht diese Information verloren. Und diese Definition von signifikanten technischen Eigenschaften, die am Dateiformat anhängig sind, ist ein Verständnis, was aktuell im FDM nicht betrachtet wird. Die digitale Langzeitarchivierung im Gegensatz dazu hat einen relativ starken Fokus auf Provenienzinformationen, auch im technischen Sinne. Es wird genau im Rahmen von Premise aufgezeichnet, was, wann, von wem, warum verändert wurde. Allerdings, was interessant ist, ist, es passiert in der Regel erst, wenn das Objekt in das Archiv eintritt. Insofern schaut die LZA von heute eher nach vorne. Alles, was ich tue, ab Eintritt des Objekts ins digitale Archiv gilt der Dokumentation für zukünftige Nutzerinnen und Nutzer. Forschungsdatenmanagement schaut hingegen eher rückwärts. Alles der Kernpunkt der Betrachtung ist das, was der Datenproduzent sich gedacht hat, als die Daten kreiert wurden oder in welchem Kontext diese entstanden sind. Und das sind zwei sehr komplementäre Betrachtungsweisen, die aktuell leider nicht ganz zusammenfinden. Und da sehen wir eine sehr große Lücke. Das differenzierte Verständnis des Entstehungskontexts im Forschungsdatenmanagement ist wirklich ein großes Benefit, was die LZA auch nachnutzen könnte. So fehlt zum Beispiel in der digitalen Langzeitarchivierung aktuell komplett die ethische Betrachtung, also der kulturelle Rahmen, in dem digitale Artefakte entstehen, gespeichert und genutzt werden. Das, was im Forschungsdatenmanagement mehr und mehr Betrachtung findet und auch mit in die digitale Langzeitarchivierung genommen werden sollte. Das sind dann auch unsere Kernempfehlungen. Einerseits haben wir ermittelt, dass in Datenmanagement-Plänen gesammeltes Wissen rund um diesen Entstehungsprozess auch durchaus als Information für Preservation Planning und Action, also Prozesse innerhalb des Archivierungsprozesses, nachgenutzt werden sollten. Um den Benefit von solchen Datenmanagement-Plänen, die in der LZA nachgenutzt werden, noch stärker hervorzuheben, würden wir empfehlen, dass auch das Konzept von signifikanten Eigenschaften in DMPs mit aufgenommen werden, als wertvolle Ergänzung für die gemeinsam erachtete oder gemeinsam erzielte langfristige Verfügbarkeit. Ebenso sollte die Designated Community, also die Schärfung des Verständnisses rund um zukünftige Nutzergruppen und nicht nur um den Produzent, auch schon in Forschungsdatenmanagement-Prozessen Betrachtung finden. Die letzte Kernempfehlung des Papers war die Einbettung von LZA in FAIR.
da hat uns mittlerweile die Welt ein wenig überholt, denn just wurden die Trust-Prinzipien herausgebracht. Trust kann man als Versuch betrachten, LZA in FAIR mit zu integrieren. Es ist eigentlich ein weiteres Akronym, das steht für T wie Transparency, die erreicht werden soll, zum Beispiel durch öffentlich verfügbar gemachte Policies oder Servicebeschreibung eines Repositories. R für Responsibility, zum Beispiel durch Berücksichtigung von Standards der Designated Community. U wie in User Community, zum Beispiel durch Beobachtung sich ändernder Nutzeranforderungen. S wie Sustainability, zum Beispiel durch Notfallpläne, Risikomanagement und Nachfolgeregelung. Und T wie Technology erreicht zum Beispiel oder nachgewiesen zum Beispiel durch Implementierung relevanter und angemessener Tools für das Datenmanagement. Die Frage ist, ist Trust jetzt wirklich das Allheilmittel? Also wird das erzielt? Wird in Trust die LZA verankert? Und was können wir als Community, als LZA-Community insbesondere tun? Beziehungsweise wie können wir verhindern, dass Trust nicht nur eine weitere leere Worthülse wird? Hier einige Empfehlungen. Wir können ganz konkret die Trust-Prinzipien mit LZA-Standards verknüpfen. Im Nestor-Kontext könnte das zum Beispiel das Mapping der Trust-Akronyme, der Kriterien auf das Kriterien des Nestor-Siegels sein. Welche Nestor-Siegel-Kriterien weisen diese Prinzipien nach. Wir können es mit Nestor-Produkten verknüpfen, wie zum Beispiel der Nestor-Publikation, dem Materialien 18, dem Leitfaden zur Erstellung einer institutionellen Policy, auf die er Transparency Bezug nimmt, und auch Best-Practice-Präsentationen aus LZA-Sicht durchführen. Und schlussendlich, das hat auch die eingänglich aufgezeigte Betrachtung gezeigt, wir müssen stetig im interdisziplinären Austausch zwischen FDM und LZA bleiben, um zu gewährleisten, dass wir wirklich die gleichen Definitionen nutzen und Prozesse gleich mit gleicher Meinung oder gleicher Definition belegen. Und an der Stelle würde ich dann gerne an Natascha übergeben. Ja, vielen Dank, Micky. Jonas, habe ich die Maus macht oder machst du das? Nee, müsstest du jetzt haben. Nicht wirklich, doch. Nee, jetzt geht's. Ich muss den Micky, glaube ich, noch wegnehmen. Okay. Also Kuddelmuddel auch, was die Mausrechte angeht. Ich meinte hier aber, ja, wer meint eigentlich was und möchte jetzt einen Blick werfen in die verschiedenen Angebote, die es im Bereich Forschungsdatenmanagement gibt zur Archivierung im weitesten Sinne. Und trotzdem geht... Ich komme immer in die... Jetzt. Genau. Ich habe eine Auswahl von Beispielen. Die sind relativ willkürlich ausgewählt. Das soll auch kein Vorführen sein, sondern es soll einfach die Vielfalt zeigen, die es gibt in diesem Bereich. Hier habe ich ein Beispiel der TU Darmstadt, was auch Simple Archive heißt, was ich ganz gut finde, dass das eben schon ein Hinweis darauf ist, dass wir hier nicht in die Tiefen der Langzeitarchivierung absteigen. Besonders schön ist, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, unter dem Button Auswählen steht tatsächlich Archivieren leicht gemacht. Das macht es natürlich einem leicht ums Herz, aber wir wissen auch alle, dass es so einfach nicht immer sein wird. Der Fokus liegt hier tatsächlich auf Archivierung für 10 Jahre. Das taucht immer wieder auf. Das ist angelehnt an die gute wissenschaftliche Praxis, an die DFG-Empfehlungen. Und hier wird ein Persistent Identifier vergeben, damit die Auffindbarkeit gesichert ist. Als nächstes habe ich Radar noch mit aufgenommen, was nun ja so ein Zwischending ist und nicht wirklich zuordbar ist. Es ist nicht rein institutionell wie das vorherige Beispiel und es ist aber auch nicht disziplinär, sondern interdisziplinär. Aber hier wird bei der Datenarchivierung tatsächlich auch davon geschrieben, dass sie der dauerhaften und formatunabhängigen Aufbewahrung dient. Aber es ist dann auch klar, dass es eine zeitliche Begrenzung für diese Dauerhaftigkeit gibt, eben bis zu 15 Jahren. Und dass es hier ausschließlich um die Bewahrung des physischen Objektes, um die Bitstream Preservation geht. Und als drittes und letztes Beispiel habe ich noch das Open Access und Forschungsdatenrepository der Hochschulbibliotheken in Sachsen-Anhalt. ShareIt heißt es. Und dort wird tatsächlich auch von Langzeitarchivierung geredet. Hier
finden wir auch wieder die mindestens 10 Jahre Auffindbarkeit. Und es gibt schon mal zumindest einen Hinweis auf das passende technische Format, wobei man nicht weiß, ob es auch nochmal geändert werden kann. Also wir sind hier sehr bei der physischen Sicherung von Daten. Unklar bei all diesen Angeboten ist für mich jetzt erstmal, werden eigentlich Eingangskontrollen gemacht? Wird irgendwas überprüft? Gibt es einen Viruscheck? Gibt es Validierung? Und Validierung bezieht sich jetzt einerseits auf die Metadaten, die ja wichtig sind, aber eben auch auf die Dateiformate. Sind die eigentlich, ich sag mal, sind sie fein? Sind sie valide? Können wir damit auf die lange Sicht arbeiten? Und das ist, glaube ich, relativ selten der Fall, dass sowas in der Art der Repositories durchgeführt wird, die ich vorgestellt habe. Dann der nächste Punkt, den ich auch für relativ zentral halte, ist, werden fachliche Prüfungen vorgenommen. Gerade bei Forschungsdaten ist es ja extrem wichtig zu gucken, machen diese Daten so Sinn, wie sie dort abgeliefert werden, um sie langfristig korrekt nachnutzen zu können. Weil Sie können mir natürlich irgendwelche Wetterdaten geben und ich sage, ja, schön, und speichere die irgendwo ab in meinem Archiv. Aber ich persönlich kann das mit meinem Fachwissen gar nicht einschätzen, ob diese Daten korrekt sind. Ähnlich stellt sich die Frage, welche Kontextinformationen werden eigentlich in diesen Repositories mit abgespeichert und abgeliefert und abgelegt? Wird zum Beispiel was passiert mit dem Datenmanagementplan? Gehört der mit zu den Daten oder nicht? Aber auch weitere Informationen sind natürlich wichtig, je nach Art der Daten. Und das variiert doch sehr von Fach zu Fach, würde ich sagen. Gleiches gilt nochmal für Software und Softwareinformationen, die ja auch wichtig sind, um Daten richtig nutzen zu können. Also in Bezug auf Langzeitarchivierung scheint es so zu sein, dass es in der Forschungsdatenmanagement-Community noch einige Lücken vielleicht in Bezug auf Langzeitarchivierung geht. Also in dem Sinne, dass oftmals gar nicht gesehen wird, welche immensen Ressourcen es braucht, wirklich Langzeit zu archivieren, wenn man das ernsthaft und über 10 Jahre hinaus betreiben will. Also es braucht Ressourcen, an Geld und aber auch an dem richtigen Personal. Wir brauchen die fachliche Expertise, also fachlich im Sinne von fachspezifisch, aber auch die Expertise zur Langzeitarchivierung. Und auch da braucht einfach viel Geduld. Manches braucht lange, auch um manche Fehler zu finden und so weiter. Das ist nicht einfach mit einmal abspeichern getan. Und auch die Kosten geraten manchmal ein wenig aus dem Blick. Und zusammenfassend, um auch nochmal auf die Konzepte eben der Langzeitarchivierung oder die Ziele der Langzeitarchivierung hinzuweisen. Also es geht nicht nur um Speicherung, sondern wir müssen eben Authentizität und Integrität gewährleisten von Daten. Der Zugang muss langfristig gesichert sein und die Daten müssen eben auch verständlich sein und nicht nur die Nullen und Einsen anzeigen. Ja, eine weitere, auch wo es auch sprachlich etwas durcheinander geht, ist, wo sollen Daten eigentlich archiviert werden? Also wenn man an die Forschungsdatenzyklen oder Lebenszyklen der Forschungsdaten ging, steht immer irgendwo das Archiv dabei. Aber es ist relativ unklar, geht es eigentlich um ein Repository oder um ein Langzeitarchiv? Und ich habe jetzt mal 4 aufgeteilt. Aufgezählt. Eigentlich sind es, glaube ich, aus meiner Sicht sogar 5. Wir haben einmal sowas wie ein Zwischenarchiv, wo es wirklich darum geht, die Daten zu sichern während Projektlaufzeiten. Ich habe gesehen, ich glaube zum Beispiel in Dresden gibt es das wirklich und die nennen das auch Zwischenarchiv. Finde ich prima, weil ich glaube, das braucht es für viele Forschenden, dass sie eine Möglichkeit haben, ihre Daten gut zu sichern und zwar nicht auf ihren lokalen Rechnern. Dann haben wir eine Menge institutionelle Repositories, kommt ja viel aus dem Open Access Bereich für Publikationen.
hat aber eben das, also hat natürlich die Zuordnung zu den eigenen Institutionen, hat aber das Problem, dass ein institutionelles Repository, glaube ich, nicht in der Lage ist, die fachliche Einordnung für eine längerfristige Sicherung zu gewährleisten. Dann haben wir fachliche Repositories, die sich entwickeln, die sich vermutlich jetzt auch im Zuge, gehe ich mal davon aus, der NFDI-Initiativen noch weiterentwickeln werden, die sozusagen schon einen fachspezifischen Blick auf die Daten haben. Und dann als digitales Langzeitarchiv würde ich wirklich die Archive betrachten, die in vollem Umfang sozusagen die Kriterien für ein vertrauenswürdiges Langzeitarchiv erfüllen. Gut, aber wir haben ja nicht nur unterschiedliche Repositories oder Archive, wir haben auch verschiedene Szenarien. Also was passiert eigentlich mit Forschungsdaten? Es gibt ja einige, die landen dann tatsächlich, ja, danke Jonas, ich habe es gesehen, also dass manche nur im Repository, manche direkt ins Langzeitarchiv gehen und manche auch vielleicht erst in einem Repository und dann im Langzeitarchiv sind. Das führt zu Fragen der Bewertung und Auswahl. Da würde ich jetzt nur kurz sagen, dass meines oder unseres Erachtens dort noch Werkzeuge und Workflows fehlen. Nach der Frage, wer das eigentlich beurteilt, wann wird das ausgewählt, was sind die Kriterien? Ich gehe jetzt relativ schnell weiter, damit wir noch zu der Fazitfolie kommen können, zusammenfassend. Wir glauben, dass die Nachnutzung von Informationen, die bereits im Forschungsdatenmanagement erhoben wurden, in Bezug auf eben Entstehungsprozess, Methoden, Werkzeuge, rechtliche Fragen, dass die vielmehr noch Bestandteil von Langzeitarchivierung werden können und dort sehr hilfreich sind, auch in Bezug auf Preservation Planning. Dass andererseits die signifikanten Eigenschaften, Micky hat es gerade schon gesagt, auch sinnvoll wären, diese in die Datenmanagementpläne mit einzubringen, ebenso wie den Fokus auf die Zielgruppen. Und insgesamt braucht es einfach noch viel mehr Absprachen und Austausch in Bezug auf die Rollen und Verantwortlichkeiten, in Bezug auf Formate, Schnittstellen, Metadaten, was können wir nutzen und Mechanismen zur Bewertung und Auswahl. So. Je besser das Forschungsdatenmanagement, umso einfacher ist die Langzeitarchivierung. Das kann man, glaube ich, so sagen. Andersrum wird vielleicht auch ein Schuh draus, dass es auch Rückwirkungen auf die Qualität von Forschungsdaten haben kann. Und damit sind wir am Ende dieser Präsentation.